So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Kingdom Come Deliverance. Und ja, hier haben wir einen unserer Questgeber. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Aber das machen wir zuerst. Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern. Was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vicarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer. Und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein. Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Aha. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Gott behüte dich. Waldenser heißt die Mission also. Da kommt mein Pferd. So, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Uschitze. Diesmal reiten wir da einfach hin. Und ja. Dann sind wir mal gespannt auf den Vikar. Und wie wir das Problem mit ihm lösen können. Obwohl ich annehme, so ein Riesenproblem sollte das jetzt nicht geben. Neuhof. Wisst ihr was?
Machen wir halt doch die Schnellreise. Weil das sonst echt scheiße für euch ist. Ja, Wanderer, wunderschön. Hier lauern wahrscheinlich auch welche auf irgendwo. Ist uns aber eigentlich auch egal. Wir sind in Uschitze. Es regnet schon wieder, ey. Oh. Es ist nur am Regnen in diesem Spiel. Jeden Tag mindestens einmal muss es regnen. Ich glaube wirklich, wirklich nicht, dass es im Mittelalter so häufig geregnet hat. Beim besten Willen nicht. Okay, ja, dann pennt der gerade. Dann machen wir das gleiche und hoffen. Warte mal. Ah, hier. Und oben sind wir. Jo, machen wir das gleiche und dann, bis dahin, dann sind wir durch. Was dumm ist jetzt, dass die Sattheit bei 78 ist. Wäre so bei 75 wäre, ja okay, ne? Dann könnte ich was essen. Ich will nämlich nicht mein Dings verlieren. Meine gute Ernährung Status. Und es regnet noch immer. So. Ja, er ist auf jeden Fall hier. So. Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leiper schickt mich. Herr Hanusch, mhm. Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Valdenser, ein gefährliches Ketzerpack. Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Das heißt nicht, dass irgendeiner von Ihnen aus Uschitze kommt. Vielleicht treffen Sie sich bloß hier. Das ist möglich. Aber ich will Sicherheit, keine Mutmaßungen. Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser einheimischen Tunichtgute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und Sie trauen mir auch nicht. Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon.
Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du schmeichelst mir, Monsignore. Also gut. Wer sind diese Waldenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich? Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratai ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen. Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Aber wie äußert sich diese Ketzerei? Hör mal, Bürschchen, ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer handelt. Jawohl, Monsignore. Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die. Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Okay. Dann. Inventar. Nee, das ist es nicht. Dieses Protokoll war niedergeschrieben von Meister Borislav, Schreiber des Erzbischofs, um das Geständnis festzuhalten, und das von Ketzer Peter von Radek privat gegeben. Woher die Fragen vom höchstehrwürdigen Jan von Osek, Monsignor und Vikar des Erzbischofs geleitet und die rechtmäßige, hochnotpeinliche Befragung vom Henker der Stadt Franz, genannt Lammhaxe, im städtischen Kerker durchgeführt wurde, nach dem Beschluss des Stadtrates. Anfangs weigerte sich der beschuldigte Ketzer, ein Geständnis abzulegen, sodass der Scharfrichter angewiesen war, ihn durch die Anwendung seiner Künste zur Rede zu bewegen. Er sei festgehalten, dass sich der Gefragte den Überzeugungskräften des Henkers lange widersetzte, doch schließlich gab er der Frage nach einem Versammlungsort der anderen ihm bekannten Ketzer nach und äußerte, dass diese sich in der Gegend von Uschitze treffen. Als der Vikar dem Gefangenen gebot auszuführen, wer seine Mitverschwörer seien und in welchem Hause sie sich versammelten, verfiel der Ketzer Peter von Radek abermals in Schweigen. Abermals war der Henker bemüßigt, seine Überzeugungskünste zur Anwendung zu bringen, welche ihm der Vikar zu gegebener Zeit einzustellen befahl, da der Gefangene sichtlich erschöpft war. Daraufhin fand dieser plötzlich seine Stimme und begann ausführlich auf die wiederholte gestellte Frage zu antworten, wo er sich mit den anderen Ketzern getroffen habe. Daraufhin gebot der Vikar, dass das Geständnis des Ketzers Wort für Wort niedergeschrieben werde. Der Herr sei meiner Seele gnädig, meine Ohren Zeugen der lästerlichen Worte des Ketzers wurden, welche ich als Diener der heiligen Mutter Kirche nun zu Papier bringen muss. Solche Art sprach der Ketzer. Ich begann meine Pilgerreise in Uschitz, einem Ort der Sünde, wo die Leute sich der Trunksucht und Unzucht hingeben. Also bin ich sofort gegangen und schon sah ich eine weitere Abscheulichkeit, den Tempel von Satans Braut, mitsamt dem stolzen babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Als ich das Dorf verließ, gelang ich an eine Kreuzung und wusste nicht wohin, also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört, denn Christus' Finger erhoben sich aus der Erde und wies mir den Weg. Weiter ging es durch dieses gottlose Land, als ich plötzlich die Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit vernahm und ihre Königin sowie ihre Türme sah. Ich wandelte weiter und da erhoben sich plötzlich die Kiefer des Giganten aus dem Boden. Die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet,
wie die Grabsteine der Moabiter. Also lief ich in das Pieses Schlund und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten ihrer Arbeit und füllte meinen Bauch. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen und sie ließen mich in ihren Schatten ruhen. Ich lief weiter am Rand der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Dann fand ich zwei Brücken im Fluss Jordan und Satan versuchte, mich auf die rechte Seite zu locken, doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Dann endlich sah ich es, das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern, es wurde von Männern aus Stroh bewacht, doch sie sahen, dass ich ein guter Christ bin und ließen mich eintreten. Ach, meine Güte! Dies waren die letzten Worte des Ketzer Peter von Hartig, denn daraufhin tat er seinen letzten Atemzug. Anschließend verkündete der Vikar, dass sein Tod wahrlich das Werk Luzifers gewesen sein muss, der sich erdreistete, die Zunge des Ketzers vor den Ohren der Diener Gottes zum Schweigen zu bringen. Der Henker nahm Anstoß an diesen Worten und gab dünkelhafte Widerrede von sich, woraufhin sein Lohn um 3 Groschen gekürzt und er ermahnt wurde, solche Rede nicht abermals zu führen, schon gar nicht in Anwesenheit eines Dieners der Heiligen Mutter Kirche. Wie es sich geziemt, wurde der Leib des Ketzers außerhalb der Friedhofsmauern verscharrt, auf dass er nicht geheiligten Boden entweihe. Solcher Art wurde der Fall des Ketzers Peter von Radek in Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht zum Abschluss gebracht. Okay. Holy shit. Ich verstehe halt echt nur die Hälfte von dem, was der da eigentlich will. Und ich glaube, der ist hier so lang geritten. Dann dieses Meer. Das sind die weinenden Weiden. Komm, wir reiten das mal ab. Ja. Das ist der richtige Weg, ne? Nein, das ist natürlich der falsche. Ja! Alles. Ja, alles. So. Nochmal. Es kann aber auch sein, dass er die Kirche meinte. Ja. Und da weitergeritten. Ich glaube, der meint wirklich die Kirche. Das ergibt so ein bisschen Sinn mit dieser gottlosen Braut. Das ist ja die Hure vom Pfarrer.
unterwegs sind. Ich wage es ja so ein wenig zu bezweifeln. Was ist das da für Aktivitäten hier? Ja! Ja! Ich mache jetzt einen anderen Weg. Ich gehe zu diesem See. Ich glaube, der meint diesen See. Das sind die weinenden. Wenn ich weiter hineingehe, ertrinke ich vielleicht. Ja. Das sind diese weinenden Witwen, würde ich sagen, oder? Bewacht von den Männern aus Stroh. Ist das das da? Ach, guck mal an. Ist doch mal interessant, oder? Ach so, oh ja. Ich kenne den Ort bereits. Scheiße. Ich war hier und habe ein Holzkreuz gefunden. Und das gehört zu der Quest. Na, komm mal her, ich brauch dich, ich muss nochmal zurückreiten. Hallo, du sollst aufsteigen, nicht pfeifen. Okay. Ja. Also jetzt ein Sauseschritt zurück. Hier sind die alten Zähne. Das sind so die Überreste. Ah, und das ist Bienenstock und deswegen, so ist das. Oder der ist nach oben gegangen. Weil da ist dann die Schafsherde. So, ich brauche mal gerade einen Bewohner hier. Ist ja wohl drin, dass hier wohl einer mit mir redet. Ich will nicht stehlen, ich will mit dir reden. Oh, komm schon. Keiner will mit mir reden, ey. Was ist hier? Na, vielleicht redet er ja mit mir oder einer von denen. Vielleicht ja sogar er hier. Guten Tag. Mach's gut. Komm, du bist doch. Gott behüte dich. Ah, auch nicht. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches. Gott behüte dich. Komm schon, irgendeiner muss doch was wissen. Glück und Gesundheit.
Alles Gute. Auch er weiß nichts. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Lebe wohl. Vielleicht können wir ja mit dem Pfarrer reden. Ich finde das aber interessant, dass sie jetzt neuerdings alle mich ansprechen mit Herr Ritter und so. Wächter des Vikars. Ah, da hinten ist der Pfarrer. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Pater, kannst du mir vielleicht sagen, wessen Kreuz das ist? Ich weiß, wem es gehört. Aber ob ich es dir sagen kann? Ich verstehe nicht. Was ist los? Die Leute sagen, du hast dich mit dem Vikar unterhalten. Sie haben Angst, dass Herr Hanusch dich geschickt hat, ihm zu helfen. Ganz so ist es nicht. Und wie dann? Herr Hanusch hat mich beauftragt, herauszufinden, was er will, und ihn, wenn möglich, loszuwerden. Dann haben wir dasselbe Anliegen. Aber ich würde es dennoch begrüßen, wenn am Ende niemand verbrannt wird. Aber ich doch auch. Gut, das zu hören. Wo hast du das Kreuz gefunden? Wie wäre es mit einem Handel? Ich sage dir, wo ich es her habe, und du mir, wem es gehört. Also gut, sag's mir. Ich habe es aus dem Wald. Sah aus wie ein Treffpunkt. Da waren auch andere Dinge. Kerzen, Leinen und so weiter. Verflucht. Das sieht wirklich so aus, als... Als hätte der Vikar recht, hier zu suchen. Das hat mich auch überrascht. Also, wem gehört es? Das Kreuz gehört den Bauers. Das weiß ich sicher. Aber das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Wenn sie wirklich Ketzer sind... Was willst du unternehmen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde alles tun, um eine Hexenjagd hier zu verhindern. Ich verstehe. Herr Hanusch wäre wohl auch nicht erfreut. Gut, dass wir da alle einer Meinung sind. Die Frage ist, was wir unternehmen können. Der Vikar wird nicht aufgeben, ehe er hat, was er will. Weißt du was, mein Junge? Bevor wir irgendetwas unternehmen, sollten wir prüfen, ob es hier wirklich Ketzer gibt. Was schlägst du vor? Ganz einfach. Hör dir an, wie sie ihre Gebete sprechen. Wie soll ich sie beim Beten belauschen? Ich schätze, sie werden in der Kirche nicht ketzerisch beten. Gewiss nicht. In der Kirche werden sie wie gewohnt beten. Aber zu Hause ist das etwas ganz anderes. Ich weiß, dass sie sich abends auf dem Hof mit allen Arbeitern treffen. Da werden sie bestimmt beten. Aber wie soll ich sie dabei belauschen? Ich weiß nicht. Hock dich unters Fenster, klettere auf den Dachboden. Dort wirst du alles hören, was im Hauptraum gesagt wird. Was weißt du über die Bauers? Nun, da ich darüber nachdenke, sie sind etwas sonderbar. Wie meinst du das? Naja, sie bleiben eher unter sich. Sie wohnen zwar der Messe bei, aber danach gehen sie unverzüglich. Und ich habe sie nie bei einem Tanzvergnügen oder einem Fest gesehen. Andererseits geben sie den Bedürftigen im Dorf mehr Almosen als jeder andere. Das kann ich ihnen nicht absprechen. Woher stammen die Bauers eigentlich? Weiß ich nicht. Ich habe mich nie viel mit ihnen unterhalten. Aber sie sind noch nicht lange hier. Nur 2 oder 3 Jahre. Und das Kreuz, als du es gesegnet hast, war das für die Bauers? Nein. Es gehörte der Familie, die vor ihnen auf dem Hof lebte. War eine traurige Geschichte. Gut, ich mache mich ans Werk. Pater, habe ich dich nicht draußen mit dem Schwert üben sehen? Das hätte ich nie von einem Geistlichen auf... Mit einem Stock. Mach's gut. Komisch, gefragt habe ich dann schon ein paar Mal. Mit dem Stock. Als die Option da wieder zur Verfügung stand, hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Ja. So, wo sind die Bauers? Ach du meine Güte. Ja. Ja, schon ein ganz schönes Eck. Ah! Ist
Kloster sind die falschen anderen Pillen hier. Dass ich tatsächlich noch was finde, ne? Ha! Da sind wir rübergekommen. Natürlich die falsche Tageszeit, ne? Das ist halt jetzt Tag, beziehungsweise es dürfte sogar noch Vormittag sein. Aber das macht nichts. Wir können ja stehen und warten. Soll also der Hof des Bauers sein. Okay. Das mit dem Dachboden ist ja gar nicht so schwer. Also der Eingang ist ja echt easy zu sehen. So. Hier drüber. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für diese Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. Amen. Amen. Sie haben den alten Wenzel heute zum Pfarrhaus gebracht. Sein Hof ist ganz in der Nähe. Ist nur eine Frage der Zeit, bis... Bis sie mich holen kommen. Ich weiß. Und was werden wir dagegen tun? Der Vikar lechzt nach Blut, der verdammte Hund. Er will dich unbedingt lebend. Ich habe nicht vor, irgendetwas deswegen zu tun. Ich werde nicht in meinem Glauben wanken oder ihm etwa abschwören. Meine Liebe, von was redest du da? Wenn sie mich holen kommen, werde ich mitgehen. Und ich werde nicht lügen. Ist das dein Ernst? Weißt du nicht, was sie mit dir machen werden? Ich kann es mir vorstellen. Aber ich bleibe standhaft. Gott, hab Gnade. Hab keine Angst. Ich werde mich Gottes Willen beugen. Und ich verurteile dich nicht, wenn du gehst. Ich bleib an deiner Seite. Obwohl es mir lieber wäre, wenn du es dir anders überlegst. Ich weiß. Und ihr habt keine Furcht, meine Christenbrüder. Bleibt Gottes Plan treu, so wie ich. Geht und verbreitet den wahren Glauben unter all den guten Leuten. Verzeih, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Esst euer Abendbrot und geht dann gleich wieder. Nicht, dass er schon bei Tagesanbruch kommt. Ich mit meiner unauffälligen Rüstung halt.
So. Ah, da vorne ist ja mein Pferd. Reiten wir mal schnell zurück. Jetzt das Doofe, ey. Jetzt ist es schon wieder Nacht, ja, und wir müssen wieder warten bis morgen. Aber wir können uns noch gerade was zu essen schnappen. Jetzt dürfte es passen. Ja. Von der Sattheit. So. Um die Uhrzeit müssten sie ja alle wach sein. Der Heinrich hat schon ganz schön Ausdauer, dass er immer so lange irgendwo da stehen kann, vor allem über Nacht. Sag mir nicht, der ist da oben. Oh. Holy moly. Doch, er ist hier. Wie geht es dir, Heinrich? Ich würde gerne mit dir reden, aber... Verdammt! Irgendwie? Doch, jetzt. Gott sei mit dir. Ich bin zum Hof der Bauers gegangen und habe keine guten Nachrichten. Was denn? Sie sind ganz gewiss Ketzer. Zumindest soweit ich das beurteilen kann. Bist du sicher? Was hast du gehört? Nun, zunächst wurde das Abendgebet von einer Frau gesprochen. Gewiss ist das unüblich, aber das allein ist nicht beweiskräftig. Das ist nicht alles. Sie fürchten, dass der Vikar sie holen kommen wird. Wer tut das nicht? Dieses Schwein könnte bei jedem irgendetwas finden. Nun, es ist nicht so, dass er sich sonderlich anstrengen müsste. Frau Bauer hat vor, alles zu gestehen. Gestehen? Was genau? Wahrscheinlich ihren Glauben. Die Leute auf dem Hof haben versucht, ihr das auszureden, aber ihr Entschluss steht. Oh, gütiger Gott. Das fehlte mir noch. Was soll ich bloß tun? Ich weiß nicht, aber wir müssen ihnen helfen. Da hast du recht. Du musst es ihnen ausreden, Heinrich. Du musst sie überreden zu fliehen. Sie überreden? Das sagst du so leicht. Du hast ihre Unterhaltung nicht gehört. Du findest bestimmt einen Weg. Du musst es versuchen. Es ist zu ihrem Besten. Und zu deinem, Heinrich. Du hast recht. Irgendjemand muss ihnen helfen. Ich bin froh, dass du das so siehst. Nun beeil dich. Wer weiß, wann der Vikar sie holen kommt. Gott sei mit dir. Okay. Ach nö, jetzt geht er da voraus, oder was?
Dann beweg dich auch mal. Was denn? Danke. Da! Bis du dich da bewegst, ist ja Mittwoch. Was jetzt nicht so lange ist, weil bei mir haben wir es gerade Dienstag. Ja. So, also wieder zurück zum Hof. Hängt mein Pferd an irgendwas fest. Da. Ganz schön krasse Wege, die die hier haben, ne? Also mit dem Wagen da so lang zu fahren, wird bestimmt nicht easy. Also mich doch querfällt ein. Ich dachte, das könnte ich von mal. Jetzt beherrsch dich doch mal Plätze. Ehrlich. Das ist schon wieder ein See. Seenreiche Gegend, muss man sagen. Seenreiche Gegend. Ich könnte es jetzt vielleicht auch nicht ganz See nennen, sondern ein Tümpel. Ja. Dann versuchen wir mal mit denen zu reden, wa? Da ist er. Gute Frau Bauer. Was gibt es denn? Ich bin hier, um dich um etwas zu bitten. Ach ja? Wer bist denn du überhaupt, Junge? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ich dir und deinem Mann helfen will. Ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Du kommst her, damit du mich um was bitten kannst und gleichzeitig willst du uns helfen? Was wird das, hm? Ich bitte dich, kein Geständnis abzulegen. Nimm einfach deinen Mann und verschwinde von hier, solange noch Zeit bleibt. Ich habe keinen Schimmer, warum du dich so um mein Schicksal sorgst, aber ich sag dir so viel. Ich ändere meinen Entschluss nicht. Weder werde ich meinen Glauben widerrufen, noch meine Christenbrüder verraten. Doch, glaube ich schon. Du sprichst von deinen Christenbrüdern. Aber was ist mit den Leuten in Uschitze? Was soll mit denen sein? Die meisten sind Taugenichtse, Spieler, Ehebrecher oder Langfinger. Womöglich sind sie keine Leute nach deinem Herzen und deiner Meinung nach nicht der Erlösung würdig. Aber obliegt das nicht allein Gott? Das war nur eine Feststellung, keine Verurteilung. Das Urteil obliegt wahrlich unserem Herrn allein. Aber wenn du gestehst, sind all diese Menschen in Gefahr. Gott weiß, wie viele von ihnen auf dem Scheiterhaufen enden würden, bloß weil der Vikar sie nicht leiden kann. Der Vikar ist der, der sie in die Flammen schickt, nicht ich. Bin ich für die Sünden anderer verantwortlich? Nein, aber du kannst weitere Sünden verhindern. Ist das nicht deine Mission, gute Frau? Tut mir leid. Ich kann einfach nicht anders. Ich habe genug von Verfolgung, vom Leben in Angst und vom ständigen Verstecken. Ich will in Gottes Wahrheit leben und sterben, nicht im Irrglauben. Aber das ist Wahnsinn. Geh jetzt lieber. Ich verstehe zwar nicht ganz deine Beweggründe, aber dank dir für deine Worte. Mach's gut. Tja. Es tut mir natürlich echt sehr leid. Ja! Ach, scheiße ist das. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, wie man das retten kann? Oh,
Vor allem weiß ich nicht, wieso es, konnte ich sie nicht überreden. Meine Überredenskunst war höher als die ihre. Und trotzdem konnte sie nicht überreden. Echt seltsam. Ach, jetzt geh da hin. Ja. Mir bleibt leider nur noch der Weg zum Vikar. Mehr Leute habe ich nicht mehr, mit denen ich sprechen kann. Aber vielleicht lässt der sich ja doch noch auf irgendwas ein, auch wenn ich das nicht schätze, weil wir wissen ja, ne, wie die hohen Christen damals gerne mal waren. Du eigentlich immer noch? Hm. Beste Grüße. Ich habe sie, Monsignore. Wie bitte? Die Ketzer sind enttarnt. Wirklich? Und wer sind sie? Familie Bauer und die Arbeiter am Hof. Hm. Ich erwarte, dass du mir Beweise vorbringst. In den letzten Tagen habe ich ständig zu hören bekommen, dass praktisch jeder hier ein Ketzer ist. Aber ich habe den Ort entdeckt, von dem der verhaftete Ketzer sprach. Dort lag ein Familienkreuz. Es bedurfte einiger Fragerei, aber ich habe erfahren, dass es den Bauers gehört, deren Hof nicht weit von hier Richtung Norden liegt. Und dann musste ich sie nur noch ein wenig belauschen. Und was hast du gehört? Sie fürchteten, dass du hinter ihnen her bist. Einige von ihnen wollten den Hof lieber verlassen. Sie haben wohl einen anderen Glauben. Einen anderen Glauben? Was redest du da, Junge? Es gibt nur einen Glauben, einen Gott, eine Kirche. Verstanden? Ja, vergib mir, Monsignore. Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Es sei dir vergeben. Aber pass auf, was du sagst. Eine kleine Anmerkung wie diese kann einen falschen Eindruck erwecken und Folgen haben. Aber nun zum Punkt. Hast du ihr Gebet belauscht? Ja, es war ein gewöhnliches Gebet. Nur haben sie gegen Ende Gott gebeten, uns, vergib mir, von diesem Teufel in Rom zu befreien. Gott vergib diesen armen Seelen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann haben sie sich unterhalten. Es scheint, als wolle Frau Bauer alles gestehen, aber die anderen haben versucht, ihr das auszureden. Gestehen? Eine Ketzerin, die gestehen will? Das glaube ich nicht. Mit Sicherheit führt sie etwas im Schilde. Sie erschien mir sehr glaubhaft. Traue nie den Worten eines Ketzers. Das sind Werkzeuge des Teufels. Vergiss nicht, dass er sie für seine Schliche missbraucht. Ich werde es mir merken. Nun, das sollte genügen. Das hast du gut gemacht. Für deine Hingabe zur Mutterkirche hast du eine Belohnung verdient. Hab Dank, Monsignore. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss Verhaftungen und Verhöre vorbereiten. Natürlich. Lebe wohl. Ach, Kacke. Eigentlich wollte ich die retten, aber war wohl nichts zu machen. Scheiße. Was ist das? Ach so, das ist das Verhör. Na gut. Also, auf wie wieder nach unten. Nach Ratai. Der Weg ist länger, als man eigentlich denken mag, ne? Es ist schon wieder am Regnen, ehrlich. Jeden Tag ist es da am Regnen. Ey. Oh. Da kriegt man noch einen zu viel. Ja. Ich will nur mal gerade gucken, ob der Dings da ist. Hey.
oben. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Es ist alles geklärt, Herr. Der Vikar wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Ausgezeichnet. Endlich gute Nachrichten. Mir kamen haarsträubende Gerüchte aus Uschitze zu Ohren. Also was geht dort vor? Es mag dich überraschen, Herr, aber es gab tatsächlich Ketzer in Uschitze. Willst du mir damit sagen, der Vikar kam nicht wegen meiner Besitztümer? Das weiß ich nicht. Aber er vermutete Ketzer in der Gegend und wie sich herausstellte, bestätigte sich sein Verdacht. Himmel! Das hätte ich in meinem Leben nicht erwartet. Hast du sie gefasst? Ich habe dem Vikar alles mitgeteilt und er nahm sie fest. Sie sollten bereits unterwegs nach Kuttenberg sein. Und der Vikar sicher ebenfalls. Es entzückt mich nicht gerade, dass er fündig wurde. Das gibt ihm einen Grund, irgendwann zurückzukehren. Aber für den Moment ist es eine gute Nachricht. Wie dem auch sei, danke, dass du dich um den Vikar gekümmert hast. Der war mir wahrlich ein Dorn im Auge. Nimm das zum Dank. Mit Freuden, Herr. Mach's gut. Schwert des heiligen Michael. Ist das denn wenigstens gut? Nee. Also gut ist es bei weitem nicht. Okay. Na gut, Kinders. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao.